Blitzrezepte à la Henze. Und zwar so ein richtig schönes Wurzelgemüse, geröstet im Backofen mit einem schönen Rinderfilet. Rinderfilet, das wird so ein bisschen gewürzt mit meinem schönen feinen Meersalz mit Vanille. Wenig Öl in die Pfanne gebe, hier unten so ein bisschen Salz. Langsam braten lasse. Pastinaken. Dann den Kürbis noch, mundgerechte Stücke. So, halbier ich sie einmal. Noch rote Beete. Die haben schon geschnitten, ja, ich bin ja nicht blöd. Filet einmal umdrehen. Jetzt nehmt ihr so ein Backblech, die Gemüse drauf, ja, die rote Beete auch drauf, ein bisschen Knoblauch, Rosmarin, Meersalz, Olivenöl, Kurkuma, Puderzucker, ein paar Bio-Zitronen und die gefrorenen Chilis. Schau mal her. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen. 250 Grad, 20 Minuten. Die Zitronen sind karamellisiert, das Gemüse ist weich und hat einen puren Geschmack. Vorsichtig anschneidet. Und das kommt jetzt hier rauf. Dann noch ein bisschen Fleur de Sel. Und schönen Dip dazu, Glas Weißwein und der Abend kann kommen. Guten Appetit.